Das finde ich doch mal cool. Wirklich bedacht, nicht fest auf W bleiben, sondern immer ein bisschen triggern, so dass der halt nicht zu schnell wird. Oh, warte, jetzt können wir aber mal ein bisschen aufholen hier. Ja, macht einen Ruck klar und dann ist vorbei, ne? Ja. Wo ist ein Heli? Rechts. Noch ein bisschen Gummi hier vorne. Ja, geben wir mal ein bisschen mehr Gas alle. Und dann, ich sag dann, wenn ihr wieder runterbremsen könnt. Ja. Die Schlange hättest du ruhig mit überfahren können, Max. Was? Die Schlange so. Auf der Straße hättest du überfahren können. So, jetzt schauen wir mal. Frag mal, was so ein Strider kostet. Aber cool, ey, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die mit so normalen Streifenwagen kommen. Habe ich auch gedacht, aber wo sie wahrscheinlich gehört haben, Diamanten, haben sie gedacht, die brauchen noch ein bisschen mehr Sicherung als Offroader, die sie kaputt schießen, also die man leicht kaputt machen kann. Weil vor allem, wie gesagt, da denken die Strider halten halt weiter aus. Ja, brutal, ich sag's dir. Meine Frage an den Mats, wie viel hält der Abstand zu dir, der Bulle? Na, so 20 Meter. Ah, okay. Naja, glaube ich auch bessere Bremsen, ne? Die als die Offroader. Ja, brutal. Wie gesagt, ihr müsst euch mal, also es gibt bei Steam so eine Armory zum Runterladen, wo du halt jedes Fahrzeug so gescheit spawnen kannst. Das ist auch relativ cool aufgebaut. Das heißt, altes Exploration V6. Da könnt ihr die ganzen Fahrzeuge mal alle ausprobieren. Also jedes. So, okay. Das ist ganz, ganz cool. So, vor allem da übe ich meistens so ein bisschen fliegen, weil ich kann überhaupt das überhaupt nicht. Und da fliege ich dann manchmal so ein bisschen, weil ich so ein bisschen drauf habe. Na sicher. Guckst du mal eben auf der Karte, wie weit wir es bis dahin noch haben, bis zum Processing? Oh, das sind 1,6? 9,3. Achso. Das geht ja noch. 1,3 Kilometer. Nee, 3. Oder? 9,3. Achso, ich hab erst 1 und dann 3 verstanden. 9,3 jetzt. Ja. Ja. Ja, wenn du pro Kilometer eine Minute rechnest, kannst du ungefähr ausrechnen, wie lange wir brauchen. Ja. Eine halbe Stunde bestimmt noch. Bis wir da sind. Nee, mit Processing, mit Verladen und hier und da und dann verkaufen und. Ich würde sagen, ey Jungs, wir müssen das Tempo geben. Der da vorne fährt, ne? Der hier, Max, glaube ich, ne? Ja, ich bin der Führer. So, versuch einfach mal so schnell wie du kannst zu fahren. Ich fahr schon mit Shift, das Ding ist nicht so schnell. Ich halte hier gerade die strammen 82. Ich bin eigentlich 82. Ja, bin ich. Ich brauch das jetzt. Mal gespannt, ob der runterbremst. Wir sind in einer geschlossenen Ortschaft. Wow. Sag die Kurven mit dem Zahnmark lieber langsam nehmen, weil der ist sehr kippfreudig. Ja. So, können wir hier mal am nächsten Checkpoint, den wir kommen, wenn der die Schranken aufmacht, kurz wechseln, dass ich nämlich schnell, mein Telefonwecker klingelt nämlich sonst in 2 Minuten. Ja. Also 2, 3 Minuten, dass ich den ausschalten kann. Ja. Okay. Wohl, nimmst du das Handy einfach mit und dann kannst du immer noch ausschalten. Mein Telefon ist das. Das steht. Achso, ein 2, 3 Meter Telefon oder was? Ja, genau, das steht ein paar Meter entfernt von mir. Okay. Aber mein Handywecker, den höre ich nicht. Da schlafe ich weiter. Max, du hol mal ganz schnell. Ich bin dabei, ja. Im Vollgas. Weil irgendjemand muss ganz kurz bei mir in die Fahrerkabine rein. Ganz kurz fahren. Ja, das kann ich sonst machen, oder was? Ganz kurz zur Seite. Sagen wir dem Polizei Bescheid, dass es 2 Minuten dauert, oder was? Nee, ihr könnt schon mal losfahren, ne? Aber halt, dass Max hinten bei mir reingeht und ich werde, danach taufe ich wieder. Okay. Wenn ich muss ganz kurz meine Schwester aufwecken jetzt. Langsam Zeit. Ich hab's jetzt nicht verstanden. Ich auch irgendwie nicht. Muss seine Schwester wecken, seine Kleine. Ja, Achso. Jemand muss den Hammett von mir fahren. Ja. Ihr seid jetzt zu zweit vorne, oder? Ja. Ja. Irgendjemand muss einfach den Hammett fahren. Okay, ja, es geht mir jetzt primär erstmal darum, dass ich schnell den Wecker kurz ausschalten kann. Das dauert 2 Sekunden. Und ja, hier kannst du die Kurven ansagen, weil ich vergesse das sonst immer, wenn wir Kurven haben. Für die hinter mir. Bane. Was denn? Wenn wir Kurven haben, dass du die ansagst, weil ich vergesse das meistens. Falls du dran denkst halt, dass die hinter uns da genügend Zeit haben zu agieren.
Ja, jetzt ist nachher erstmal nur die Hauptstraße, ne? Da ist ein Knick drin nach rechts. Und dann geht's einfach nur noch geradeaus und nachher mal kurz nach links. Und dann sind wir auch bald beim Checkpoint jedenfalls. Aber wenn, wie gesagt, wenn du hier so eine Blackwater Protection drin hast, dann können die das ja machen, diesen Gleitschutz. Ja, das kostet dann aber garantiert. Jo, stimmt wohl, aber ich denke mal, das werden sie dann auch so machen, dass sie dann lieber halt für sowas so jemanden engagieren soll statt die Polizei, weil die Polizei hilft normalerweise Privatpersonen ja auch nicht, weißt, in so einem Ja. Sachen. Aber stell mal vor, wir hätten jetzt Aber ich denke, gesagt. die haben da jetzt auch ihren Spaß Jo, aber stell mal vor, wir hätten jetzt Heroin abgebaut, die würden das gar nicht checken. dran. Hab ich auch schon gedacht. Ladungssicherung haben wir auch nicht. Gummimatten wieder vergessen. Oh Mann, Mann, Ja. Mann. Alter, der düst aber ordentlich vor, der Bulle. Ja. Naja, der muss ja nicht direkt vor uns sein. Es geht ja mehr darum, dass er Präsent auch Ja, mal vielleicht ein bisschen guckt, genau. ein bisschen Licht macht. ja, ah, gut, aber das ist klasse, wenn der so weit vorne ist. Ah, okay, da kommt jetzt gleich eine ziemlich krasse Linkskurve, ja. Ja. Alter, gleich sehe ich ihn nicht mehr. Okay, stopp, langsamer, langsamer, er hält an. Ah, okay, fährt Ja, weit. ich habe genug deswegen. Wie weit noch? 5,1. Hätte ich aber auch nicht echt bei 7 Uhr, weil ich habe vorhin vor einer Stunde bei 5 Uhr erst. Jedenfalls die Zeit vergeht aber auch nicht sein. Ja, das merkst du gar nicht, aber es ist schön, muss ich sagen, also. Was? Dass die Zeit verfliegt, weil du kriegst es nicht so wirklich mit. Dann merk mal, wie das Spiel einen einsaugt, sag ich mal. Wäre ich nicht noch für 12 Uhr, aber ich hätte nicht an für 12 Uhr. Was? Bitte? Ich sitze seit 2 Uhr hier, ne? Hm. Nee. Ich glaube gerade, also ich muss zwar nicht die ganze Zeit Links, durchgehen. Rechtskurve, gell? Ja. Max, hast du den Wecker ausgemacht oder noch nicht? Nein, noch nicht. Ist er schon an? Was? Ist er schon an, der Wecker? Der Wecker Vorsicht! ist an. Ich will ihn ausmachen, dass er nicht klingelt, Achso. weil wenn ich hier sitze und fahre und der Achso. klingelt da die Nee, ganze hätte Zeit im sein können, dass er Hinterkopf. schon klingelt, das meine ich ja. Vorsicht, Nee, Linkskurve. nee, 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 nee. Der klingelt um halb. Ich habe halt Angst, dass er, aber ich denke. Rechtskurve. Ja. Denke, bis um halb werden wir da sein. Okay. Oder wobei, 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 wobei. Doch, Max, das So. klingt. Nee, 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 ich steig jetzt kurz auf den Beifahrerplatz und du fährst weiter, ja? So, ich bin am Ja, weil. Beifahrerplatz, Bane, fahr weiter. Ich Ja, schalte jetzt weil. schnell den Wecker aus. Ja, dann mach. Du brauchst noch nur 2 Sekunden dafür. Ich komme nicht zum Fahrersitz, warte mal. Vorwechsel, Leute. Also, ich Ich bin hatte. jetzt im Zamak oder was? Ja, wo soll ich einsteigen? Bei mir, bei Hinten. mir. Hast du den Wecker Den ausgeschaltet? zweiten hier, ja. Wecker hast du aus, Kann der Max, ja? mittlere Hemmit mal kurz aussteigen? Weil unser Chef sieht ihn richtig desinken. Was sind ich die Hemmit? übernehme, ich Ich übernehme das übernehme jetzt, das ich jetzt, ich übernehme übernehme den den Hermit, Hermit, weil weil der Kamerad, den ich gerade der gefahren Kamerad, hat, den ich gerade gefahren gleich habe, gehen gleich muss. Gehen muss. Alles klar. Alles klar. Jo, hey Jungs, bis gleich, ja. Jo. Das ist auf jeden Fall eine geile Aktion. Ja, auf jeden Fall. Ich wusste, dass es der Dandy ist, Alter. Der verrückte Schweizer. Bist du eigentlich in der First Person gefahren oder nee, 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 nee. in Third oder was? Oder in Ja, der ersten? ja. Third. Okay. Vorsicht, jetzt wieder bremsen, der macht die Ja, nächste Schranke ja, auf. ja, ja. Ding hat auch recht so einen Bremsweg wie so ein Schlitten, ey. Ja.
Aber der Schweizer, ja, der macht ja eh verrückten Scheiß, ne? Also der ist. Ja. Der ist verrückt. Aber der ist cool drauf, also. Der ist geil drauf, ja, natürlich. Positiv. Fahren wir ein bisschen langsamer, weil er gerade vor gerade. Ja, guck mal, wir können versetzt fahren. Ich fahre jetzt auf der linken Spur, dass der Bremsweg sich nicht, also dass er sich überschneiden kann, weißt du, ich meine? Okay, also soll ich nach links, nach rechts du oder fährst was? Auf der rechten, du fährst auf der rechten Spur. Okay, Vorsicht, Linkskurve. Ja, gesehen. Guck mal kurz nach hinten. Oh, sieht gut aus. Schwertransport hier. Bisher hat sich auch noch keiner umgebracht im Kavaller. Also wenn die Bullen nicht im Kavaller sind, dann ist auch Ruhe irgendwie. Komisch. Ich zock das Spiel jetzt noch nicht so lange, aber ich bin jetzt seit 4 Tagen hier auf dem Server und ich bin total begeistert. Ja, es ist genial, ja. Ich habe jetzt wurde getötet. City Life habe ich halt immer gespielt, ne? Was denn? City Life habe ich immer gespielt. Okay. Das ist für Arma 2. Ich gebe mal kurz ein bisschen mehr Gas, dass ich aufschließe zum Bullen. Zu Dundee. Wo fahren wir überhaupt lang? Hat einer das im Blick so ein bisschen? Ja, ne? Das sieht gut aus. Langsamer, er ist da vorhin auch viel langsamer geworden. Fährt der Bulle hinten eigentlich auf der Spur oder fährt er mittig? Mittig. Ja, vor allem in den Stride, dann sitzt du ja mittig, gell? Das ist ja nicht so links oder rechts, so, ne? Das macht das Ding wesentlich leichter in Städten und so zu fahren, weil du halt die Entfernung nach links und rechts viel besser einschätzen kannst, finde ich. Ja. So, wo willst du hin? Einmal durch den Busch? Ja, wie gesagt, das ist halt bei mir die Dia-Show so ein bisschen. Du kannst halt auch nicht so flüssig lenken. Du musst jetzt gleich da sein, wa? Eure Truppe ist immer noch A-Team, wa? Mhm. Ja. Das ist hier rechts neben uns, das Processing. Ja? Ja. Ja, wir müssen nächste rechts ab. Ja. Boah, das ist mega die harte Kurve. Warum sehe ich euch nicht auf der Karte? Wir sind, weil wir ganz weit weg sind. Oder wer das gerade gefragt? Ich ja. Okay. Ja, wir sind halt jetzt beim Diamond Processing, also das ist ziemlich weit weg. Schauen wir mal, da vorne links, ach, da Vorsicht, Linkskurve, ne? Da steht ein Heli. Wahrscheinlich fragt der Heli-Pilot gleich, was ist denn jetzt los? Wahrscheinlich ist das der Typ von vorn, der MK Stravos. Mal gucken, wo ich lang muss. So, wo muss ich hier raus? Ich würde sagen, hier einparken oder was? Oder soll ich hinter den Strider? Ja, nee. Fang mal hier gerade. Max ist. Ja. Vorsicht. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Hier spricht die Polizei. Ja.
Ja, ja, hier spricht ein armer, unschuldiger Bürger. Tun Sie mich mal nicht so erschrecken hier. Naja, warten wir nicht. Warten wir nicht. Wir haben hier eine Eskorte gemacht. Sind alle friendly. Ja. Nur kurz checken, ob hier noch jemand ist. Wären Sie so nett, würden Sie die Waffe... Genau, richtig, vielen Dank, ja, sind, alles klar. Das sind drei Brüder. Perfekt. Ich stehe hier am Fenster, sehen Sie mich? Officer. Ja. Da oben ist auch noch einer im Haus. Eine Person, meinst du? Alles klar, dann können Sie jetzt in den Hubschrauber einsteigen und dann können Sie wegfliegen. Dankeschön. So, ich hole mir schon was aus dem Laster, wa? Steht der Prozessor jetzt hier? Der steht in diesem Gebäude vor uns. Ah, okay. Ich dachte, das war gestern, war das irgendwie alles noch anders. Ja, die haben heute einen neuen Patch gemacht. Oh, das ist der Warhawks. Okay, ich bin im falschen Haus. Ja, du musst hier hin, wo der Heli gerade steht. Ja, ja, achso, in der Hütte. Ja, ja. Wollen wir die Trucks weiter ranfahren oder wollen wir die so stehen? Ja, lassen, fragen wir sonst mal die Polizisten, ob wir es dürfen. Ja. Liebe Polizeikollegen, dürfen wir die Trucks ein bisschen näher ranstellen, damit wir nicht so weit laufen müssen? Ja, müsste ja gehen. Jo, alles klar, dankeschön. So, ich steig schon mal ein. Fahr mich bitte nicht um. Soll ich vorfahren? Ja, Ben, fahr vor. Fahr dann rechts und dann so weit wie möglich nach vorne, ja? Ja. Da oben steht noch einer, das ist aber einer von der Polizei, ne? Ich glaube ja. Reicht dir das oder braucht ihr noch mehr Platz? Ja, ja, das reicht. Müssen wir nach oben oder nach unten? Hier rein oder was? Ah, da ist er doch. Ja, er steht so ein bisschen in der Wand. Ich glaube, auch, dass es der Polizei Spaß macht. Mhm. Na, Freunde, ich glaube, also der Blackshark, der war vorgestern bei mir bei einer Aktion bei und der hatte auch sehr viel Spaß an dem Mehrpeger. Ja. Also jetzt hauen wir erstmal, jetzt prozessieren wir erstmal, dann holen wir jetzt noch ein bisschen was in den Rucksack, was reinpasst, so dass es immer nach und nach weggeht, ne? Aus dem Truck. Ja, klar. Okay. Die hast du dann fertig. So, welcher Truck ist nicht ganz voll? Die sind alle voll jetzt, ne? So, ich gehe mal in meinen Zarmak, dann macht jeder erstmal seinen Eingang, geht er schneller, als wenn man einen geht, ne? Ja, ich kann ja... Der Rotz hat irgendwie einen Test genommen. Du bist ja auch ein feige Sau, oder? Wer sagt das gerade? Der Rotzer. Achso. Ja, ja. Kannst jetzt vordrücken. Ja, super. Hä, bin ich jetzt abgebrochen oder was? Oh nee. Scheiße. Alex, bist du noch da? Wie viele Cops waren das? Drei, ne? Drei Stück. Geben wir jedem 100.000 oder was? Jo. Das weiß nicht, gut, wir fragen die erstmal. Nicht, dass es nachher als Bestechung gilt oder so. Ja, genau. Für die Kassel.
Naja, wir haben jetzt ein paar Donuts kaufen können, ich muss noch vorbei, bitte. Vor allem das Lustige ist ja, die haben ja immer Donuts dabei, ne? Naja, deswegen. Ist echt komisch, dass alle Cops denn bei uns sind. Da sind nur drei und. Man macht doch nichts. Ja. Wie gesagt, ist auch keiner mehr gestorben in Kavala, haben sich, weil keine Cops da sind, die Stunk machen. Was ich gemacht bin. Ja, danke. Jetzt sind wir bei den anderen Lastern. Ich habe glaube ich noch irgendwas mit 160 Stück bei mir im Zahnmarkt drin. Ich habe noch 243 im Ding. Wo ist der Sucher? Der wollte eigentlich wiederkommen, hat er mir gesagt. Vielleicht habe ich das so falsch verstanden und der kommt im Moment nicht. Ich habe jetzt 104, da gibt es noch 73 dann bei mir im Zahnmarkt. Ja. Okay, also noch zwei Touren. Ja. Ungefähr. Ja, ich da mal kurz durch. Ja, sicher, sorry. Jemand hat mich gerade durch die Wand durchgeschoben, gell? Ich war's nicht. Echt? Entschuldige. Nee, halb so wild. Ich lebe ja noch. Ich hab keinen Schaden genommen. Wenn du rauskommen, das wäre ganz schön scheiße. Mein Popo ist zu dick. Ich muss mal ganz kurz was mampfen. Nein, nicht abbrechen. Du Gerät. So, einmal essen, einmal trinken. Habt ihr genug gegessen und getrunken jetzt? Ja. Getrunken, meine ich. Nicht, dass nachher einer umkippt, weil er der nichts gegessen und getrunken hat. Ganz kurz, wir müssen dann beim auf dem Weg zum Trader ganz kurz einen Halt machen beim Airfield. Wir müssen kurz an ATM. Wir müssen jemandem noch kurz Geld überweisen. Jo. So als Info. Alles klar. Heli. Ja, wenn er die Bullen sieht, wird er wahrscheinlich gleich umdrehen. Was? Ich sag, wenn er Heli die Bullen hier sieht, wahrscheinlich gleich umdrehen. Ja. Na, wieso kann ich jetzt hier nicht drauf zugreifen? Vorsicht, ich muss mal vorbei, bitte. Ne, warte kurz, ich bin. Ja. Ich kann gerade auf den Typen überhaupt nicht zugreifen, was ist denn jetzt los? Scroll mal ein bisschen. Sagst du dir, das ist das, was bei Arma immer hilft, scrollen. Ja, mache ich ja, aber ich habe halt nur meine Waffe. Okay, ist der Zahnmark leer? Ne, da fehlt noch was. Türen schließen kann ich machen, aber ich krieg den Prozessor nicht rein. Kriegst du ihn rein? Ziel auf seinen Arsch. Hab ich vorhin auch gemacht. Mann! Geht gar nichts, oder was? Nee, bei mir nicht. Bei dir? Bei mir ja, nicht, von hier hin. Ich kann. Einfach hinten auf die Taille gezielt und dann gescrollt. Du kannst das Night Vision übrigens ausmachen, wir haben hell draußen, ja? Ja, ich krieg's nicht hin, du. Sonst macht ihr das für mich? Da dauert das ja übel. Was denn? Da dauert das ja pervers lang. Wieso, wenn ich das in die Tasche stecke, was ich jetzt hab? Oder wie oder was? Ja? Ja, probier, dass das geht, das ist wichtig. Ja, ich probier's halt, aber. Ich Waffe ACP 245 steht die ganze Zeit. Das ist meine Secondary.
Ja, dann wechsel mal zur Secondary und probier's, ob dann funktioniert. Nee, steht Waffe SDA. Ja. Türen schließen. Einmal raus, reingehen vielleicht? War hier schon. Großer Rucksack öffnen. Keine Chance. Wie weit zieht's mit, wie weit ist es mit deinem Laster? Weil da sind nur noch, ich habe noch eine Ladung. Nee, ich meine mit dem anderen Helmet. 100 noch drin. 100? Ja. Okay, klasse. Ist die Polizei noch da? Kaffeepause. Ja, können sie ja gerne. Blaulicht müsste ja noch an sein, oder? Nö, wir haben sie ausgemacht, soweit ich das sehen kann. Ist doch scheiße gerade. Wieso habe ich immer die Drecksbugs? Achso, ich weiß, warum es nicht geht, weil ich ein Vollidiot bin. Ja, was war denn? Ich habe die Scheiße bei mir noch im Rucksack, die fertig sind, deswegen. Sehr gut. Ey, das tut ja mir jetzt weh, Alter. Das hat mir jetzt echt weh getan. Wieso? Ich weiß, wenn ihr bei mir in der Umgebung seid, dann fühlt ihr euch alle dümmer, aber das ist nun mal so. Das ist aber nur ein ganz kurzer Moment. Ja, ich hatte so viel Diamanten bei mir im Rucksack, aber das habe ich nicht mitgekriegt, deswegen. Naja. Das hat alles ein bisschen aufgeregt. Ja? Tut mir leid, ich habe ein kleines Problem, ich muss das wegbringen. Bane, wie gesagt, nimm einfach meine Kohle ansonsten, ne? Ja, das kriegst du ja morgen. Sag das mal der Polizei noch, weil das ist dein Laster, mit dem ich fahre, ja? Da ist Was? Wo sind die Polizisten? Die laufen da am Strider rum. Ich habe ein ganz kleines Problemchen. Ich muss für 10 Minuten weg, oder 10 bis 15 Minuten weg, soll heißen, der Max wird mein Laster fahren. Also ist es okay, es ist von mir erlaubt, ja? Nicht, dass ich ihn festnehme oder sowas, weil er das Ding fährt. Das ist kein Problem. Es wäre nur cool, wenn du deine Waffe ein bisschen runternehmen könntest, weil... Ja, genau. Sorry. Ich bin gerade aus dem Laster rausgesprungen, deswegen. Ist kein Problem, alles klar, könnt ihr machen so. Ich liebe seinen Akzent, ey, zu gut. Wie viel habt ihr von euren Diamanten bei euch in den Hammets drin? Wie viele fertig sind, meinst du? Ja, wie viel fertige drin sind dann, wenn alles produziert ist? Oh, das weiß ich nicht. Mal schauen. Also ich habe jetzt noch 45 unfertige. Hast du offen bei dir, ja, ne? Ich habe noch eine Ladung und dann sind noch drei einzelne drin, glaube ich. Ich hole jetzt mal aus dem mittleren Hammett und produziere das mal fix. Hast du alle rausgeholt, die noch drin waren? Nee, einer ist noch drin, ich krieg halt nicht so viel mit. Ja, das ist scheiße, ich weiß. Den sollten wir drin lassen als Glücksbringer. Nee, alles raus, alles Geld. Da kommt noch ein Heli jetzt, ne? Ja, der wird sich vorsehen hier. Ja. Weil ich würde hier nicht landen. Ist auch kein Platz zum Landen. Ist alles blockiert. Wie viel ist im hinteren Helmet noch drin? Ich glaube 30, also eine Kugel glaube ich noch. 13. Kann sein, ich muss gucken. Ja, ich habe sie rausgeholt. Klar. Dann einmal Rucksäcke voll machen, oder? Nö, wozu ist doch, oder? Naja, geht schneller im Endeffekt, ne? Naja. Ja, aber prüf mal, wie es aussieht mit Platz, ob wir vielleicht alle in einen... Ja, deswegen, dass wir alles in einen reinschieben können, dass wir die anderen zur Ablenkung fahren. Also in den mittleren am besten alles reinmachen. Ja, würde ich sagen. Dann packe ich schon mal meinen zurück oben, ne? Also 100 kann ich bei mir reinpacken. Ja, 100 passen bei mir rein, 100 Diamanten immer. Dann 97. Oder 98, sorry. Okay, passen die alle in den mittleren rein? Scheint so, ja. Müssen wir nochmal einen Key geben für die mittleren. Ja klar, warte kurz. Vorsicht. Warte, ich weiß jetzt nicht, der müsste es sein. Bitteschön. Jo, klar. Lass mich mal schnell drauf zugreifen, ich habe noch 13, die ich ablegen muss. Kannst du. Okay. Ganz kurz noch.
Wir werden dann genau den gleichen Weg, wie wir reingekommen sind, wieder rausfahren. Ja. Richtung Trader, aber einen kurzen Stopp machen beim Airfield. Jo. Hattet ihr ja gesagt, ne? Wegen euren ATMs da. Weil ihr noch was abgeben wolltet. Jo. Also wir fahren dann hinterher. Müssen wir nur gucken, die Hemmes wenden. Dann komme ich damit ich auch rauskomme. Alles klar, ja. Ja. Aber wobei, ich glaube, Jungs. Wir sind fertig. Alle fertig, alle verladen, alle rein. Okay, wollen wir dem Bullen Bescheid sagen, dass im Mittleren die einzige Fracht ist? Jo. Muss ja auch da Special Attention machen. Ja, okay, ich sag ihm Bescheid, ja. Ja. Ich mach schon mal, start schon mal Motor. Warte, lass mich mal kurz durch. Folgendermaßen. Der mittlere Hemmet ist die heiße Fracht. Die anderen sind alle leer. Wir haben das jetzt so gemacht, dass alles in einen reingepasst hat. Ja. Ich höre einen Heli. Ja, ein Donator-Heli. Der sitzt drin? Keine Ahnung. Das kannst du sehen? Nö. Nee. Aber die haben schon Blaulicht angemacht. Denk dann, dass du wieder nicht mit dem musst, ne? Ich muss nach vorne, ne? Naja, aber der andere. Ja. Wo sind die Polizisten hingefahren? Ich sehe es gerade nicht. Rechts rum. Ah, das ist ein Bulle in dem Heli. Fährst du vor? Ja, warte, ich... Ah, ja, genau. Das ist... ECS-Cop steht da, aber ob das wirklich ein Cop ist, ist die andere Frage. Ich glaube ja. Also ich meine, dass der mir blau angezeigt wurde vorhin. Vorsicht, Rechtskurve. Ich fahre wieder ein Stück versetzt, ne? Wieder nach rechts. Vorsicht, ganz starke Linkskurve. Raufi? Mhm. Kannst du mal kurz gucken in der Spielerliste, ob der ECSW Korb oder ECS Korb als Polizist ist? Also auch blau? Ah, glaube ich nicht. Ist oben Zivilist. Wahrscheinlich. Okay.
Fahren hier jetzt rechts rein, nehme ich an, ne? Ja. Wir fahren gleich weiter, wir machen kurz eine Überweisung und dann geht es weiter. Jo. Weiter. Mein Gott, das ist Schweiz halt. Der Hammer. Das sind echt geile Menschen. Das Beste war, wo er da stand, da sagt irgendeiner Team, kannst du mal sagen, wer hat's erfunden? Naja, gestern. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Ne, ich habe auch in der Schweiz gearbeitet, also top Menschen, kann man nichts anderes sagen. Bin mal nett und freundlich eigentlich. Bis auf Steve. Der ist total... Verbannt, Junge. Hier, der war. Kommt noch eine Verstärkung dazu. Mhm. Sehr geil. Und dann noch mehrere Fahrzeuge. Einfach nicht schrecken. Top. Und da oben fliegen sie die Koks. Ja. Also, es geht gleich weiter jetzt. Wir steigen einfach weiter. Jawohl. Hammer, ey. Einfach Hammer. Ohne Scheiß. Ich glaube, das ist das Beste, was wir bis jetzt auf dem Server gemacht haben, ey. Also, einfach, dass die so kooperieren, weißt du, was ich meine? Also, jetzt kommt hardcore die enge Kurve, gell? Also, das ist echt schmal. Ja. Also, zumindest für die Laster. Ja, wie gesagt, die Jungs haben auch den Spaß dran, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir aus Kavala raus, ne? Ja, sicher. Vor allem da vorne, der eine würde wahrscheinlich nur auf GPS gucken, der andere fährt. Quatschen noch ein bisschen. Ja, du kannst das GPS öffnen, dass das rechts unten angezeigt wird. Ja, das muss man mir mal zeigen dann bei Gelegenheit. Ich glaube, rechtes STRG und dann M. Also sowas zumindest bei Arma 2. Ich denke, dass das hier übernommen wurde. Ja, genau. Klasse, geht. Tipp. Und wenn du in der Konfiguration bist fürs Interface, kannst du es sogar ein Stück verschieben, damit das nicht die Getränke verdeckt. Nö, das sehe ich noch, also es geht. Apropos trinken. Da war was, ne? Ja. Aber nicht in die Flasche pinkeln. Vorsicht, Kurve. Ist ein bisschen. Oh. Kommt einer zwischen. Pass auf, holen wir. Nicht den mittleren da oben ran. Ich fahre jetzt erstmal First Person, deswegen. Sieht ganz cool aus eigentlich, vor allem im Rückspiel sehe ich den mittleren Hammett schön auf der Mitte fahren, also auf der linken Spur. Aber bei dem kleinen Laster ist er halt die links und rechts Aussicht ist immer null, ne? Oder links gerade. Ja. Das ist echt schade. Was machen die Bullen jetzt da vorne? Geben die jetzt richtig Gas oder was? Ja, auf dem Acker. Okay. Was sind jetzt? Die Schranken aufmachen, oder? Ach so, das ist Straßensperre. Ich mach mal Licht an, aber geht nicht. Ah doch, Mann, gib doch Gas, Alter. Ja, es tut mir leid. Ah, deswegen fahren wir auch versetzt. Geradeaus oder rechts? Wow! Fuck. Sorry. Nee, geradeaus, ah, ja, also links dann. Geradeaus. Ja, ich muss erst mal gucken, sorry. Vorsicht, langsam, Jungs, ich bremse. Jetzt gibt voll Gummi, Junge. Ja, ist ja schon gut. Ich war jetzt wieder auf der rechten Spur, falls da wieder so ein Bulle denkt, er könnte da einfach mal eben schnell vorbei. Nein, ich glaube, Leute, ich werde einsetzen. Leute, ich glaube, der Hacker ist wieder da. Bei dem einen steht über dem Kopf Busch, Wookie. Bei mir ist noch alles cool. Ne, er steht im Sidechat. Naja, ich hätte das vorhin auch gehabt, über dem Kopf. Farbe-Kurve. Bei mir steht es auch über meinem Kopf, ganz Zeit schon. Ja, vielleicht ist es noch bei dem Hacker von vorne. Hm. Achtung, Base. Boah. Base. Na, das war knapp. Ja, einfach drüber fahren, da wir haben hier wichtige Sachen zu erledigen. Ja, aber der ist doch noch gut, das ist Mittag. Nee, das geht auch noch, du. Du, Eggert, gib mir mal die 23er Zoll Snuffelstück. Meister. Röhrig, lass das sein.
Nee, das geht. Schreck die Molly an hier. Einer geht noch. Ich wollte gerade sagen, das Typ erst zeigt Realzeit ein, aber das ist Bullshit. Ist schon gleich um 8. Die Uhr geht falsch! Ja. Also, wir machen das dann. Wenn ich jetzt für Sucher das Geld noch nehme, wie machen wir das dann? Zu viert, ne? Also, teilen wir das Geld durch 3 und ich gebe von meinem Anteil dann Sucher das Zeug ab, oder wie? Irgendwie ja, so, okay. Glaube ich, ne? Kann man machen. AFK sein gibt es nichts. Was denn? Nix. Ich sag, fürs AFK sein gibt es nichts. Achso. Oh, nee, aber... Vorsicht! Steht da jemand oder was? Nee, keine Ahnung. Da steht ein SUV, da steht ein SUV. Wir haben Personen beim Dealer. Wartet hier kurz, bis wir euch das grüne Licht geben. Beim Dealer? Alles klar. Wir fahren jetzt kurz mit dem Frontfahrzeug vor, um zu klären, was dort los ist, und dann geben wir euch Bescheid. Alles Motor, klar. Motoren aus und so, ne? Motor aus? Ja, Motor aus. Hört sich aber auch geil an, der neue Bullenwagen. Polizeiwagen, Entschuldigung. Ah. Mit einem geilen Sound. Ich habe jetzt nicht viel gehört, ich sitze halt First Person im LKW. Ich bin mir fast sicher, dass das ist doch ein Polizeifahrzeug, was da vorne steht. Ne, steht aber noch eins, glaube ich. Ja, also ich sehe nur den SUV, den Offroad. So. Spaß nicht. Was macht denn der Strider? Der ist bei mir gerade irgendwie... Am Aufbocken, ne? Ja, ja. Wir wollen hier nur unsere Diamanten verkaufen, mehr wollen wir gar nicht. Vor allem, wie er ganz gechillt mit einer Hand am Lenkrad sitzt hier, mein Fahrer. Ja, ne, ich muss, in einer Viertelstunde muss ich weg. Ja, das kriegen wir hoffentlich noch hin, oder? Ja. Oder meinst du nicht? Ja, was nur? Zum ATM müssen wir, geht's da relativ zügig wieder. Männer, bitte vorsichtig sein, da geht gleich die Post ab. Sagt da gerade einer was? Ja, der Polizist, da vorne ist, geht die Post ab. Wie bitte? Wir warten hier, da unten ist Beschuss. Jawohl. Sind wohl mehrere Leute, also bitte haltet die Augen auf. Jawohl. Wenn sie Hilfe brauchen, müssen sie es sagen, wir haben auch Waffen. Ja, falls wir das von der Zeit nicht mehr hinkriegen, steigt einer von euch in den mittleren und wir lassen den Zarmak stehen, ja. Ja. Links ist ein Heli gelandet. Ziemlich weit weg hinter den Büschen in den Grünen. Ich habe erstmal mein Ding ist abgeschlossen. Also ein Zamak, also mein ist ja permanent, den kann ich ja stehen lassen eigentlich, ne? Und wenn nicht, lasse ich ihn impounden, oder? Ja. Aussteigen. Aussteigen sofort. Ich bin tot. Was? Hinter uns. Fahrt weg. Durchfahren. Gib Gas. Ich versuch's. Das ist der Rotzer, der blöde Affe. Ja, den zweiten müssen wir sichern. Vor 10 Minuten war der bei mir im Kavala. Gib ihn bitte. Ja, doch, hier ließ und alles der Typ. Also wir ver... Da ist ein Irfried. Ich bin im Arsch, ich muss raus. Fahr mich bitte nicht über. Oh nein. Das VDM, Alter. Lass es. Was sagt der zweite? Hammett ist er noch? Der zweite Hammett ist ziemlich im Arsch. Ich bin tot. Oh nee, oder? Ernsthaft jetzt? Das haben die übel geplant gehabt, Alter.